Einen schönen guten Morgen, liebe Bücherfreunde. Für mich geht es heute nach Nürnberg zu einem Booktuber-Treffen und ich freue mich sehr darauf. Es ist ein kleiner Trupp, ich glaube von um die 10 Leute, aber ich finde das richtig schön, weil man so auch wirklich ins Gespräch kommt, sich austauschen kann. Wir treffen uns jetzt zum Mittagessen. Ich werde mit dem Zug jetzt fahren, werde dabei auch Harry Potter, den 5. Teil, beenden und ja, freue mich, Leute wiederzusehen. Aber dann auch Leute einfach neu zu treffen, das erste Mal zu sehen. Also es ist eine bunte Mischung an Booktubern und ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich nehme euch ein bisschen mit und ich habe auch ja, so ein bisschen eine Vorstellungsidee, damit ihr alle teilnehmenden Booktuber, Booktuberinnen kennenlernen könnt, vielleicht neue Kanäle auch für euch entdeckt. Und ich, ja, wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit meinem Nürnberger Booktuber-Vlog. Mein letztes Highlight war die Ophelia's Gale Trilogie von Lena Kiefer. Eine dystopische Reihe, die ich jetzt erst kürzlich für mich entdecken konnte und die mich total begeistert hat. Den letzten Flop hatte ich nicht, möchte ich gar nicht drüber sprechen. Es ist viel schöner, über positive Bücher zu sprechen. Da hast du absolut recht. Hi, mein Name ist Paula von The Reading Fox. Mein Highlight in der letzten Zeit war ein Schutzengel für die Titanic von Katrin Wandres, und einen Flop habe ich das letzte Jahr über gar keinen gehabt. Warum war das Highlight ein Highlight? Weil das so super recherchiert war und auch wirklich die Charaktere waren die tatsächlichen Charaktere, die überlebt haben in der Titanic, und aus der Sicht eben des Schutzengels erzählt und aus Sicht der Charaktere. Und das war wirklich sehr toll recherchiert. Ich habe das gegoogelt, alles sehr schön und authentisch gemacht. Hallo, ich bin Tanja von Miss Drunken Sherrys Bücherstapel. Was soll ich sagen? Mein letzter Flop war das Chalet von Ruth Ware. Das war leider super langweilig und überhaupt nicht innovativ. Und mein letztes Highlight war Ort, an dem ich geweint habe, wegen dir, von Holly Bourne. Das war so eine süße kleine Romanze, die ein bisschen toxisch wurde, und die hat mich richtig mitgenommen. Danke. Hi, ich bin Aaron vom Kanal Bücherjäger. Mein letztes Highlight war Haus der Stimmen von Donato Carisi, ein italienischer Thriller aus dem Atrium Verlag. Und mein letzter Flop war leider, leider auch ein Rezensionsexemplar, nämlich Therapiert von Martha Kaukonen aus dem Heine Verlag. Und warum? Warum? Das ist eine gute Frage. Ich konnte mich gar nicht damit identifizieren. Ich hatte eigentlich riesen Hoffnung rein, es geht so um eine Therapie und so. Das heißt Therapiert. Wow. es geht irgendwie darum, dass es eine komische Beziehung zwischen Therapeutin und Therapierter gibt, und irgendwie war das gar nicht gut aufgearbeitet und mir war alles egal an diesem Buch, und das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Dankeschön. Hallo, ich bin Sabrina vom Kanal Sabrina Mütze, und mein letztes bestes Buch war nochmal Der große Gatsby, vor allem in der Schmuckausgabe vom Koppenrad Verlag mit ganz viel Zusatzmaterial. Richtig tolles Buch. Und mein letzter Flop war leider von Anna Gawalder, der Ein gemeinsamer Tag. Das ist ein ganz dünnes Büchchen, wenig Inhalt, hat mir leider nicht so gut gefallen. Hallo, ich bin die Dorothea von Doros Buchgalaxie. Mein Highlight war das letzte, das kleine Bücherdorf mit Frühlingsfunkeln von Katharina Herzog, weil Liebesgeschichte, Schottland und Bücher, was soll man mehr sagen. Und mein Flop ist tatsächlich mein aktuelles Buch, was ich kurz davor bin abzubrechen, ist Schattenkämpfer von Mark, den Namen ich nicht weiß. Wird eingeblendet. Und ja, das wechselt zwischen den Zeitebenen hin und her und das nervt mich. Hi, ich bin die Leo vom Kanal Dunkelbunte Träume.
Und wir sind hier heute in Nürnberg und stehen jetzt gerade schon vor dem Thalia. Meine Aufgabe ist es, einen Top und einen Flop zu nennen. Mein Top ist Mr. Wrong Number, weil ich es einfach unheimlich lustig fand. Und mein Flop ist Thunder and Storm, glaube ich, hieß es, von Eliza Hart. Und das war wirklich richtig, richtig schlecht. Nicht nur vom Schreibstil her, sondern grundsätzlich. Es hatte keine Handlung. Und ja. Es ist der nächste Vormittag und ich habe es gestern Abend nicht mehr groß geschafft, irgendwas zu filmen. Ich war von dem Tag so einfach begeistert, allerdings von meiner Heimfahrt mit der Bahn eher weniger. Also ich fahre knapp 1 Stunde 40 und ich stand gut 2/3 der Zeit, ja, oder die Hälfte der Zeit, und die andere Hälfte saß ich auf diesen Treppen Richtung Tür, weil die Bahn einfach voll war. Und was ich wirklich einfach nicht verstehen möchte bei der Deutschen Bahn ist, in meiner App stand schon drin, für diese Fahrt wird eine hohe Auslastung erwartet. Und ich verstehe nicht, warum man nicht einfach einen Waggon mehr ranhängt. Es ist mir wirklich ein Rätsel, warum das nicht irgendwie möglich sein sollte, dass bei uns zum Beispiel auch dann zu Hause oder in Nürnberg losfahrend ein Waggon einfach mehr fährt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie zu großen Problemen führt. Ich meine, es fahren ja viel größere Züge und längere Züge überall ein. Ich kann das nicht verstehen. Also es war eine nicht sehr angenehme Heimfahrt, die sich angefühlt hat, wie wenn ich in der Sauna sitzen würde, weil es so heiß war, so viele Menschen waren, alle eng an eng. Und es ist immer so, ich fahre immer mal wieder gerne mit der Bahn. Und ich werde aber wirklich bei jeder Fahrt daran erinnert, warum ich es so selten tue. Es ist ja wirklich sehr anstrengend, sehr nervig. Und dann war ich gestern Abend so platt, dass ich erstmal noch eine kleine Runde mit meinem Hund gegangen bin, einfach um frische Luft zu bekommen. Und dann haben wir zu Abend gegessen und dann war es gefühlt zu dunkel. Und ich sehe auch heute noch ein bisschen wirr aus, aber verzeiht mir das. Also auch noch ohne jegliches Make-up, weil heute geht es jetzt in die Sonne, raus zum Entspannen. Und da möchte ich auch gar kein großes Make-up irgendwie auflegen. Ich wollte euch aber natürlich zu dem Tag sagen, dass es wirklich ein ganz, ganz toller Tag war, Menschen wiederzusehen. Unter anderem ja meine liebe Freundin Anka, aber auch Aaron, den ich ja schon auf der Buchmesse kennengelernt habe. Ich habe mich total gefreut auf all die Gesichter, die ich neu kennengelernt habe. Es war richtig, richtig toll. Ich hoffe, ihr schaut bei den Kanälen einfach mal vorbei. Ich habe ja diese kleinen Schnipsel mit Vorstellung, Highlight und Flop gedreht. Also ich verlinke natürlich auch alle unten in der Infobox. Und ich schaue die auch alle sehr, sehr gerne und habe natürlich auch Leute auch komplett erstmal, also wie Doro zum Beispiel, wirklich erst durch dieses Treffen dann auf dem Schirm gehabt, Videos angeguckt und mich dann natürlich gefreut, sie auch persönlich kennenzulernen. Oder wenn ich an Tanja oder Leo denke, denen ich auch schon so lange folge, oder auch Paula, wo ich einfach denke, da kann man richtig schön ein bisschen fangirlen. Also von daher, ja, schaut bitte gerne einfach mal vorbei und lasst liebe Grüße da. Und wir waren dann gestern ja auch in einer Thalia, habe ich auch ein bisschen was gefilmt. Und ich habe 2 Menge Exemplare mitgenommen, und zwar ein Crime Mystery zu Jack the Ripper. Hier haben wir rätselhafte Mordfälle im viktorianischen London. Und ich bin schon ein faszinierender Leser und Schauer von Dokumentationen, Filmen rund um Jack the Ripper. Also wenn True Crime, dann Jack the Ripper. Sonst weiß auch einfach, glaube ich, weit genug weg ist. Aber das ist schon super spannend. Und wenn man so da wirklich den einen oder anderen Film auch kennt, richtig, richtig cool, was da so für ein Hype um diese Person gemacht wird. Und es ist immer das Problem, dass man sich ja mit den Mördern befasst und nicht so mit den Opfern. Und dann ein Buch, was bestimmt so vor 2-3 Jahren auf der Wunschliste stand, dann mal irgendwie verschwunden ist. Und als ich es gestern gesehen habe, musste Wenn die Dunkelheit endet einfach mit, von Constanze Sayers. Und wir haben hier einen wunderbar mitreißenden Roman und eine magische Liebe, die Jahrhunderte überdauert. Und wir starten hier in Frankreich des 19. Jahrhunderts.
und erinnert mich so ein bisschen von der Atmosphäre an V.I. Schwabs Das unsichtbare Leben der Eddie Leroux. Und ich würde mir sowas Atmosphärisches einfach wieder wünschen. Und für 5 Euro dachte ich, kann man nicht sehr viel falsch machen. Und dementsprechend freue ich mich da sehr drauf. Und dann durfte noch ein Lesezeichen mit, so als kleine Erinnerung, nicht, dass ich genug Lesezeichen hätte. Kopf aus, mehr an. Da werde ich jetzt auch hinten noch eintragen, dass das eben der gestrige Tag in Nürnberg war und ein kleines Booktuber-Treffen war. Und das finde ich auch einfach super, super schön. Und freue mich dran. Beendet habe ich dann im Zug noch Harry Potter 5. Und man sollte keine Hörbücher, bei denen man weiß, dass man weint, glaube ich, in dem Zug hören. Ich fand das ganz schlimm. Es war schon auf dem Hinweg, dass ein mir sehr nahestehender Charakter sozusagen in Harry Potter stirbt. Ich weiß nicht, kann man Harry Potter noch spoilern, aber ich werde jetzt den Namen nicht verraten. Und ich saß dann wirklich in dem Zug, nein Steffi, nicht weinen, reiß dich zusammen. Und dann floss es aber schon und ich denke, oh Gott, Und heimwärts gab es dann ein sehr intensives, atmosphärisches Gespräch, also zwischen Dumbledore und Harry Potter. Und auch da denke ich immer, nein Steffi, du musst stark sein. Und nein, kann ich nicht. Also ich kann nicht weinen, das ist, kann ich nicht ausschalten. Dementsprechend, kann ich empfehlen, hört euch lieber im Zug lustige Geschichten an und macht so manches leichter. Aber ich meine, am Ende sind auch Tränen wunderbare Emotionen oder Ausdruckemotionen und gehören eben einfach dazu. Und solange man nur über Bücher und Filme weint, ist ja, denke ich, sonst auch alles in Ordnung. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem kleinen Vlog zum Booktuber-Treffen in Nürnberg, was wirklich ganz, ganz toll war. Es schreit förmlich Wiederholung und auch die Runde war richtig super. Wir hatten viel Spaß, lecker gegessen, tolle Gespräche, Buchaustausch und darüber hinaus. War richtig, richtig schön und ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen. Hoffe, ihr hattet richtig viel Spaß. Schreibt das gerne in die Kommentare und hüpft bei den anderen einfach mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.